Pass auf, dieses Mal werfe ich ganz besonders weit. Juhu! Na los, Lassie! Ja! Ja! Super aufgefangen! Gib mir die Scheibe, Lassie. Na gut, dann wirf du. Die krieg ich. Ich krieg sie. Ich hab sie. Toll. Hallo. Hallo. Ihr habt hoffentlich Durst. Und ja, ich komme. Na, Kinder, wie ist denn das Wasser? Nass. Hier, bitte. Cool, danke, Dad. Harvey, willst du Orangensaft? Gern, danke. Weißt du was, Mom? Zoe hat gesagt, dass es in Beaver Creek einen wunderschönen Badesee geben soll. Ah, in der Biberbucht? Das ist mir neu. Er ist oben an der Feuerschneise. Ein langer Fußmarsch, aber es lohnt sich. Dürfen Harvey und ich dorthin wandern? Ja, dürfen wir, Mom? Klar, aber seid vorsichtig. Lassie, du? Hey, Biff, gehst du nicht rein? Wie rein? Ja, selbstverständlich gehe ich rein. Ich gehe auf der Stelle rein. Klar, ich bin schon so gut wie drin. Vielleicht sagst du mir, wo genau ich rein soll? Na, ins Wasser. Ich war mir sicher, dass du schwimmen kannst. Klar kann ich das. Ich bin ein hervorragender Schwimmer. Das macht einen Mops wie mich aus. Ein Hund, der schwimmen kann wie ein Fisch. Lassie! Komm mit uns mit! Ich muss gehen. Wenn ich wiederkomme, können wir beide eine Runde schwimmen. Wirklich? Oh, wir beide schwimmen eine Runde. Ich dachte, du kannst nicht schwimmen. Kann ich auch nicht. Aber vorhin hast du gesagt, du kannst es. Ja. Oh. Oh, oh, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh. Alles in Ordnung? Wenn er aufwacht, braucht er dringend Schwimmunterricht. Nicht zu fassen, hier bin ich noch nie gewesen. Wart's nur ab, das Beste hast du noch gar nicht gesehen. Wow. Genau. Cool, oder? Mal sehen, ob wir die Biber entdecken. Vielleicht verstecken die sich unter dem Wasserfall. Könnte sein. Dort sind sie. Das gibt's ja nicht. Deshalb nennt man das die Biberbucht. Haben wir sie aufgeschreckt? Nein, wenn wir keinen Lärm machen, stören wir sie nicht. Hey, was geht da vor? Denn das? Keine Ahnung. Sieh mal, wie der Wasserfall aussieht. Irgendwie seltsam. Das ist ja schrecklich. Ich frage mich, was da passiert ist. Komm mit. Auf
aus den Bergen kam ein Reiter, ritt ins grüne Land hinein. Mit dem Gold, das er gefunden, heim zu seiner Clementine. Oh, my darling, oh, my darling, oh. Und rein mit der kostbaren Erde. Ich finde das echt genial. Hast recht. Seit Jahren hat niemand mehr das Zeug aus der Bucht geholt. Genau, das ist ein Nationalpark. Der Fluss ist verunreinigt. Die haben eine Waschrinne. Was haben sie damit vor? Das sind Goldsucher. Und wozu brauchen sie das Dynamit? Um an Stellen ranzukommen, wo kein anderer war. Feuer in der Höhle! An die Arbeit. Waschen wir das Gold heraus. Wir sollten das Dynamit nicht hier rumliegen lassen. Ich habe ein Goldstück! Das will ich sehen! Zeig mal her! Wir beide werden stinkreich! Die sind wie besessen. Was haben die hier überhaupt zu suchen? Goldschürfen ist im Nationalpark verboten. Wir sagen es deinem Dad. Ja, aber zuerst sorgen wir dafür, dass sie nichts mehr in die Luft jagen können. Du willst das Dynamit beiseite schaffen? Vergiss es. Es liegt verpackt in der Kiste. Was soll da passieren? Keine Ahnung. Wer weiß? Toll. Du bist ein Feigling. Ich bin kein Feigling. Bist du doch. In dem Geröll steckt bestimmt jede Menge Gold drin. Dass wir an dieser Stelle schaufeln, macht sich bezahlt. Das kannst du mir glauben. Ich kenne mich aus. Schön, denn als wir die Feuerschneise runterkamen, dachte ich, wir wären in so einer Art Park. Ja, und? In einem Nationalpark, Joe. Sieh dich doch mal um. Hier ist niemand, der uns verpfeifen könnte. Psst. Bevor wir loslegen, solltest du wissen, dass es gefährlich ist, ins Wasser zu steigen, wenn du nicht sicher bist, wie? Glücklicherweise bin ich ein Fachmann, was das Schwimmen betrifft. Können denn nicht alle Hunde schwimmen? Sie können nur Hunde paddeln. Aber selbst das scheint für Biff ein Problem zu sein. Ich muss es ihm zeigen. Pass auf, so macht man das. Ist das schwer zu erklären? Das kommt ganz darauf an. Ich würde es nicht versuchen. Jetzt kommt das Beste. Weißt du was? Ich kann eigentlich auch schwimmen. Kannst du mir zeigen, wie es geht? Na klar. Aufgepasst! Jetzt kommt! Rücken schwimmen! Was stehst du hier rum, Bill? Hol uns lieber noch eine Stange Dynamit. Ja, ja, ich gehe schon. Pass auf, Zoe. Komisch, dass ich mich immer um alles kümmern muss. Das ist nicht fair. Hör endlich auf zu meckern und beeil dich, ja? Beeil dich, beeil dich. Der raubt mir doch den letzten Nerv. Hey, mach das nie wieder. Was denn? Du hast einen Teller nach mir geworfen. Ein Teller? Bist du verrückt? Du spinnst doch. Los, hol endlich das Dynamit. Ein bisschen Dalli, wenn's geht. Oh, das ist verschwunden.
Das war genial. Sonst hätten sie mich noch ertappt. Das hast du allein Lassie zu verdanken. Du bist einfach toll. Weißt du das? Nun aber los. Nein, ich will nicht, dass die Typen weg sind, bevor mein Dad hier ist. Hör mal, wir haben das Dynamit sichergestellt. Lass uns deinen Dad suchen. Okay, aber erst klaue ich denen die Autoschlüssel. Zoe ist einfach nicht zu bremsen. Alles klar, ich weiß. Komm, wir gehen. Sie wird doch nicht... Genau. Egal, was Zoe gesagt hat, hol ihren Vater, schnell, lauf! Hey, Kleiner. Oh, ganz ruhig, ja, ganz ruhig. Sei ein braver Hund. Joe, Joe! Schon gut, Lassie, er ist weg. Lauf und hol Zoes Vater. Hey, weißt du, was die Kleine eben gesagt hat? Wir würden ein empfindsames Öko-Dings da kaputt machen. Was du nicht sagst. Sie bringen die Fische um und sie haben den Biberdamm flussabwärts zerstört. Und was kümmert's uns? Aber jetzt, wo du es erwähnt hast, vielleicht sollten wir stromabwärts noch ein bisschen nachlegen. Nein! Hören Sie auf, das ist verboten. Nein, das können Sie nicht machen. Hm. Nein! Oh nein! Sind Sie verrückt? Ich warne Sie! Wovor denn? Sperr sie in das Wohnmobil! Lassen Sie mich los! Lassen Sie uns in Ruhe! Es war ein Versuch. Ich war so wütend. Wo ist denn Lassie? Ich habe sie zu deinem Vater geschickt. Ob wir hier etwas finden, mit dem wir uns befreien können? Sieh mal hier, was ist das? Quecksilber. Wozu ist das? Quecksilber wird im Bergbau benutzt. Es ist super giftig. Wenn das ins Wasser gerät, wird die Bucht total verseucht. Wir müssen etwas unternehmen. Warte mal. Das dauert ewig. Hast recht. Hey, super. Okay, runter. Was? Wie soll ich schwimmen lernen, wenn ich springen soll? Wenn du nicht schwimmst, gehst du unter. Keine Angst, Hunde können schwimmen. Wahrscheinlich. Bestimmt. Yeah.
Bessie! Oh, Mist! Komm rein. Beaver Creek, stimmt's? Wow, ist das kalt! Du hast es geschafft! Was denn? Du bist geschwommen! Was? Ich habe es tatsächlich geschafft? Und soll ich euch was sagen? Was denn? Ich werde in meinem ganzen Leben niemals wieder versuchen zu schwimmen. Du hast keinen Schwung. Du bist ein Genie. Ja. Oh. Gesehen? Das war ein Wurf. Hör mal, wir sollten uns wieder an die Arbeit machen. Hey! Schnell! Hey! Kommt sofort zurück! Dad! Lassie! Dad! Ich bin so froh, dass du da bist. Ich bin froh, dass nichts passiert ist. Danke, Dad. Lassie, ich wusste, dass alles gut wird. Seid ihr verletzt? Nein, aber ein paar Goldsucher werfen mit Dynamit um sich. Hier im Park? Ja, dort oben sind sie. Oh, wir müssen weg, schnell! So kommt ihr nicht davon. Und was ist mit unseren Sachen? Die kannst du vergessen. Komm mit! Das war's. Nein, die Flasche da ist voller Quecksilber. Was? Dad! Lassie! Nein, warte. Keine Bewegung. Ja.
Was für ein außergewöhnlicher Hund. Das ist unsere Lassie. Gold kann ich euch nicht bieten, aber dafür ein paar passende Armbänder aus Stahl. Hey, tut mir leid, dass ich so lange weg war. Dabei wollten wir doch schwimmen gehen. Passt es dir morgen? Ja, morgen passt gut. Dann musst du aber noch ganz schön üben. Wir können noch etwas anderes unternehmen. Das wäre großartig. Okay, bis dann. Was anderes? Das darf nicht wahr sein. Wir haben umsonst geübt. Dabei war ich ein erstklassiger Schwimmlehrer. Nein, umsonst war es nicht. Ich fühle mich so froh wie ein Fisch im Wasser. Da seid ihr ja. Beth und ich bereiten etwas zu essen vor. Wie war's in Beaver Creek? Aufregend. Seid ihr geschwommen? Was gibt's da zu lachen? Weil es das Einzige war, was wir dort nicht gemacht haben. Nein, das stimmt nicht ganz. Lassie war schwimmen. Ja, richtig. Als sie den Fluss gerettet hat. Was? Lassie hat den Fluss gerettet? Ja, wollen wir wetten? Stimmt's, Lassie? Na gut, jetzt wollen wir die ganze Geschichte hören. Weißt du was, Lassie? Ich erzähle, wie es war.